Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys Merchandise Folge 124. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Im Rahmen der Original Trilogie Collection erschienen neue Figuren auf alten Karten im Design der 70er und 80er Jahre. Bei uns, gerade bei uns Altsammlern, sind diese Figuren sehr, sehr begehrt und auch sehr beliebt. Heute stellen wir euch die ersten 12 Figuren vor, jeweils 4 aus der Star Wars Line, 4 aus der Empire Line und 4 aus der Jedi Line. Wir gehen auf die Figuren ganz genau ein, nämlich da stimmt das eine oder andere nicht ganz. Also, ich würde sagen, wir gehen rüber und legen los. Beginnen wir bei Obi-Wan Kenobi. Schön zu erkennen, die klassische Star Wars Karte. Die Figuren selber waren einem Star Chasers verpackt. Aber man konnte sie ohne weiteres entnehmen. Offiziell waren bei uns die Figuren nicht im Handel erhältlich, nur über die Comic-Shops. Man könnte meinen, hier handelt es sich um das Original von 1978, aber nur die Karte stammt aus den 70ern. Selbst an den Original-Kennerschriftzug wurde gedacht. Aber gehen wir zurück in die Zukunft, ins 21. Jahrhundert. Die Figur war selbstverständlich im neuen Design. Sehr schön gestaltet mit einem echten Stoffmantel. Man erkennt auch, dass die Hand einem älteren Menschen gehört. Sehr gut gemacht. Unter dem Mantel ist noch ein zweiter Stoffmantel. So elegant waren die Figuren nicht, die ich als Kind hatte. Das Laserschwert lag auf der rechten Seite bei, nicht wie bei der Klassikversion, wo man es in Arm ein- und ausfahren konnte. Hier sehen wir die Rückseite. Abgebildet ist auch die Originalkarte aus dem Jahre 1978-79. Einen klassischen Obi-Wan, ob weiße oder graue Haare, auf Star Wars Karte kostet heute ein kleines Vermögen. Hier sehen wir nun den klassischen Obi-Wan. Das Laserschwert brach vorne häufig ab. Es gab bei dem Laserschwert auch eine Extended-Version, die original verpackt bis zu 5000 Euro kostet. Die nächste Figur ist Han Solo, ebenfalls die Star Wars Version. Ja, damals war Harrison Ford noch richtig jung. Es versteht sich von selbst, dass beim Fantasy Strongpoint schnell alle Figuren vergriffen waren. Markenzeichen der klassischen Figuren war die Metallumrandung. Bei den Star Wars Karten war sie zweirandig. Die beigepackte Waffe konnte in den Halster gesteckt werden. Wie immer seine modifizierte Mauser C96. Bewegliche Kniegelenke. Hier die Rückseite. Hier sehen wir wieder die Originalkarte. Von dem Han Solo gab es zwei Varianten, eine mit großen, eine mit kleinem Kopf. Hier sehen wir die Originalvariante mit dem großen Kopf. Verpackt kostet eine Han Solo Figur auf Star Wars Karte bereits schon einen vierstelligen Eurobetrag. Und hier sehen wir die neue Version von Luke Skywalker Tatooine Outfit. Wieder auf der allerersten Star Wars Karte. Eine sehr hochwertige Figur. Beigepackt sein blaues Laserschwert.
Wieder ist die Originalkarte von 1978 abgebildet. Eine solche Figur kostet in der Zwischenzeit ebenfalls einen höheren vierstelligen Betrag. Die Extended Lightsaber Version kostet einiges mehr. Kommen wir nun zu Prinzessin Leia auf der OTC-Karte. Hier sehen wir den Torso von Prinzessin Leia. Das Kleid besteht aus echtem Stoff. Wieder war die Originalkarte aus den 70er Jahren beigepackt. Original verpackt kostet diese Figur einige hundert Euro, aus den 70ern selbstverständlich. Es wurden auch Figuren im Design der Empire Strikes Back Line neu aufgelegt. Die Originalkarte gab es von 1980 bis 1982. Diese Karte ist so richtig schön dunkel und düster. Ganz so wie die Karten aus meiner Kindheit. Also das neue Design ist wirklich gut gelungen. Wieder mit einem Stoffmantel. An der Seite waren zwei Laserschwerter beigepackt. Eins mit und eins ohne Klinge. Kleiner Scherz, ich meine natürlich Klinge. Hier sehen wir die Rückseite. Wieder mit der Originalkarte. Aber man muss dazu sagen, dass Darth Vader ursprünglich eigentlich auf der Star Wars Karte erschien. Er wurde nur in der Empire, Jedi und Power of the Force und Trilogo Line neu aufgelegt. Hier eine weitere Figur aus der Empire Line. Nebenbei, diese Karte erschien ebenfalls ursprünglich nur in der Star Wars Line. Auf der Empire-Karte wurde die Figur lediglich neu aufgelegt. Jedi erschien nur in Kanada. Dieser C-3PO ist wirklich gut gelungen. Auch Lando hat einen echten Stoffmantel. Und nun kommen wir zu einer der besten Figuren überhaupt, Meister Yoda. Wieder sehr schön gelungen. Das Bild auf den OTC-Karten ist klarer als auf den Originalkarten. Wieder wunderschön gestaltet mit echtem Stoffmantel. Die Schlange war auch beigepackt. Und hier sehen wir den Stormtrooper auf Jedi-Karte. Und hier sehen wir die Neuauflage von Boba Fett. Ursprünglich erschien der schon auf der Star Wars Karte, wurde aber dann durchgehend bis zur Jedi Line produziert. Und hier sehen wir Chewbacca auf der OTC-Karte.
Rechts sehen wir den Original Chewbacca und links den OTC Chewbacca. Hinten war seine Waffe beigepackt. Auch Chewie erschien ursprünglich schon auf der Star Wars Karte. Hier sehen wir R2-D2 auf Jedi Karte. Mit der Originalbeschriftung von damals. Leute, Zeit für ein Schlusswort haben wir heute nicht, also bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt Fantastic Toys and Merchandise.